glaube, dass der Dienst, den wir da hier machen, sehr wichtig ist. Bei über 30 Grad haben die Kollegen heute genau einen halben Liter Mineralwasser vor der Ausfahrt bekommen vom Dienstgeber. Dazwischen gäbe es aber nichts. Sie sind aber stundenlang mit Dörtl, die Motorradfahrer, mit Lederdress unterwegs oder mit Overall unterwegs und haben keine Möglichkeit, sich irgendwo etwas zu trinken, zu holen. Und bei diesen Temperaturen glaube ich, dass das auch sehr gesundheitsgefährdet ist, was da vom Dienstgeber gemacht wird. Und deswegen sind wir unterwegs. Zu erreichen wäre natürlich, dass vom Dienstgeber da ein Fahrzeug anwesend ist, das die Kollegen jederzeit mit Mineralwasser versorgt.